Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen kleinen Folge von Papa zockt. Und zwar heute die Development Kit 2 Demo von der Oculus Rift, The Chair von Slightline. Ja, was ist das? Also im Prinzip sehen wir jetzt hier, erstmal sehen wir nichts, das ist der Kalibrationsscreen. Da gehen wir jetzt erstmal weiter. Und zwar ist diese Demo dafür da, die soll eigentlich im Prinzip einem das Virtual Reality Thema etwas näher bringen bei der Brille. Und zwar zeigt die einfach ein paar Szenen, die richtig krass sind. Deswegen empfehle ich diese Demo auch wirklich jedem. Ich mache jetzt hier mal den Schnelllauf, der dauert circa 10 Minuten. Und das ist eine der ersten Demos, die ich empfehlen würde, wenn ihr eure Rift bekommt. So. Da sind wir auch schon drin. Welcome to Sightline, the chair. I'm Unser your manager, Programmierer Dave Lucius, and wird you uns jetzt hier have eine kleine installed Einweisung Oculus geben, Rift was wir zu for tun virtual haben. reality to create variety Im in the Prinzip walls geht es and darum, beyond, dass sich offer the hier potential of alles VR to verändern create kann. economies Also that wenn wir mal create nicht power that we hinsehen, might know. dann For verändert example, sich if we etwas auf put the dem Tisch glass zum to our Beispiel. left, now Müsst ihr pretty mal gleich quickly to our schauen. right. Der According to Programmierer the sagt dann plan, zum Beispiel, wir sollen zu this der is the Pflanze same one. gucken, dann wieder zum Now we need Monitor a und jetzt few seht ihr bigger schon, ones, but then es other steht ones. eine neue Pflanze Keep da. looking around. Keep observing your Darum geht es ja environment. halt im Perceive Prinzip. the world Das as spielt so ein subtle, bisschen mit dem Verstand connecting des happen Spielers, das simply by Ganze. looking. Enjoy the Und experience. innerhalb dieser Rift, also der Schreibtisch, der sieht wirklich lebensgroß aus, wenn ihr diese Rift aufhabt. Ist also wirklich so, als ob ihr an so einem richtigen Schreibtisch sitzt. Von der Größe her kann man sich das so vorstellen. So, jetzt bewegen wir uns hier ein paar Mal und dann liegen da jetzt so 3D, eine 3D-Brille, die, jetzt geht das Licht aus, genau. Und jetzt startet im Prinzip die Demo. Lasst das jetzt einfach mal auf euch wirken. Ich erzähle da so ein bisschen nur weiter dazu. So, jetzt geht's los. Und schon befinden wir uns im ersten Demo-Raum. Man sieht halt Würfel und überall diese Partikeleffekte. Und das ist jetzt wirklich so, man kann das schwer erklären, wenn man die Rift nicht aufhat, aber das ist alles lebensgroß, wenn ihr diese Brille aufhabt. Also diese Kugeln, die sind jetzt ungefähr, würde ich sagen, 20 Meter von mir entfernt. Und man sieht jetzt auch schön, wie sich die Landschaft schon ändert. Man spielt halt so ein bisschen mit dem, ja, mit ein paar Mindtricks, wie man so schön sagt. Ja, und diese Kugeln, die würde ich jetzt so schätzen auf eine Größe von 1 Meter im Durchmesser. Wenn man das also im Prinzip sieht, aus der Sicht der Brille. Oder auch hier schön diesen Turm mit den Vögeln, die jetzt kommen. Die Vögel sehen super echt aus, als ob die wirklich um einen herumfliegen. Und den Turm, den würde ich schätzen auf eine Höhe von 30 Metern, wenn man das so durch die Brille sieht. So, jetzt verändert sich wieder die Landschaft. Man sieht schon, jetzt wachsen Bäume. Wenn man sich hier weiter anguckt, dann kommen auf einmal Fässer. Ja, die Bäume sind auch sau hoch, also so 20, 30 Meter. So sieht das halt wirklich aus, wenn man da durchguckt. Jetzt kommen wir so langsam in die Stadtszene. Das heißt, der Wald, der wird jetzt hier abgelöst durch so eine Stadtsilhouette. Die Vögel sind immer noch da. Auch dieser Nebel und auch dieses Gras, was ihr da unten seht, das ist also wirklich, ja, wie ihr das auch aus so anderen Spielen kennt, so jeder einzelne Halm wird berechnet. Jetzt setzt Regen ein. Wir sitzen immer noch hier auf der Straße. Und auch hier die Straße, da kann ich wirklich sagen, das ist 100 Meter lang ungefähr bis zu dem Haus da hinten. Haben wir hier ein Autowrack stehen. Und auch wenn man sich das Auto jetzt anschaut von der Größe, ihr meint wirklich, da steht ein Originalauto. Also es ist wirklich so groß wie in Wirklichkeit. Dann verschwindet das Auto schon wieder. Wir machen halt weiter mit unseren Mind-Tricks hier. Jetzt müsste gleich auch schon wieder der nächste Raum kommen. Also immer wenn ihr euch umguckt, passiert irgendwas anderes. Wir sehen jetzt schon, hier steht jetzt halt auf einmal eine Lampe. Und wir befinden uns so langsam in einem Raum. So. Wenn wir uns jetzt dort weiter umgucken, dann sehen wir, der Tisch ist schon gedeckt.
Yummy, yummy. Dann erscheint auf einmal ein Wohnzimmer, ein Schrank, der vorher nicht da war. Und auf einmal lauter nette kleine Kugeln. Also es ist wirklich so, wenn ihr... Juhu, ja hier, die Riesenkugel. Also wenn ihr diese Rift aufhabt, die Kugel ist ungefähr so groß wie ein Medizinball. Ja, nicht wie ein, ja, wie so ein Hüpfball eher. Kennt ihr wahrscheinlich. Also es ist schon echt enorm. Und dazu natürlich alles in 3D. Also es hat alles wirklich Tiefe. Und ihr könnt wirklich sagen, der Raum ist... Ja, 4x4 Meter groß ungefähr. Das ist schon echt genial. Aber man muss das halt selber mal mit der Brille gesehen haben. So, jetzt spielt man hier wieder mit Tricks. Wir sehen jetzt nämlich, der Raum wird kleiner. Man zieht die Wände einfach zusammen. Das wirkt dann auch sehr bedrohlich, wenn auf einmal neben einem die Wand ist. Und es geht zum nächsten Demo-Level. Und zwar befinden wir uns jetzt im Weltraum mit einem Haufen Asteroiden um uns herum. Das ist so wirklich krass, sieht das gerade aus. Da fliegt auch unsere Wohnzimmerlampe schon weg. Also auch hier bekommt man jetzt schon dieses Schwebegefühl richtig im Magen, weil diese Größe dann wirklich auf einen einwirkt. Also man sieht jetzt wirklich, dass die Brocken teilweise hunderte Meter weg sind. Und ja, das sieht so Hammer aus jetzt gerade, wenn die Klumpen zusammenfliegen. Also dieses Gebilde, was jetzt da fliegt, würde ich so schätzen auf 30 Meter im Durchmesser, was so 50 Meter vor einem schwebt. Also man kann das wirklich nur, oder auch dieser Brocken, also hier sieht es ja klein aus bei euch, also auf diesem 2D-Ansicht. Aber dieser Brocken da unten gerade, wenn ich auf den runter gucke, würde ich sagen, das Ding ist 100 Meter breit. Also wirklich krass, wie man das hier mit diesen 3D-Effekten und dieser Tiefe hinbekommt, wenn man die Brille auf hat. Es wirkt schon alles sehr bedrohlich auch. Ja, da geht es auch schon wieder zum nächsten Screen. Ah ja, das ist auch in der Brille sau krass, dieses Muster hier. Also 2D wirkt das so gar nicht, das ist wirklich so diese Fäden. Das sieht aus, als ob ihr da drin gefangen seid und die Fäden gehen bei euch direkt am Auge vorbei und gehen ein paar hundert Meter in die Tiefe. Also so sieht das aus, wenn man diese Brille auf hat. Und da auch dieses Riesending da, also boah, das sieht aus, als ob das ein Kilometer weg ist und ein Kilometer groß ist. Also riesig. Das Teil, dieses Sternchen da. Jetzt lösen sich die Fäden schon wieder auf und wir kommen zur nächsten Szene. Und zwar setzt man uns auf ein unfertiges Hochhaus mit unserem Stühlchen. Und wenn wir da so seitlich runter gucken, ja, das, also man kriegt da schon echt Schwindelgefühle, weil auch hier wieder, man steht richtig auf diesem Gebäude praktisch, was halt so 100 Meter hoch ist. Und kann da halt hier so mit dieser Rift auch so runter gucken, so vorbei. Und jetzt wird gleich als großes Finale ein Trick eingefügt, nämlich man setzt einfach eine Kiste vor ein, die hebt einen jetzt hoch und bei dieser Bewegung alleine, da geht einem so richtig der Magen hoch, also wie eine Achterbahn, als ob ihr denkt, oder auch hier beim Fallen. Also es fühlt sich wirklich so an, als würde man wirklich fallen dann. Und auch wenn man angehoben wird, wie in so einer Achterbahn. Ja, also im Prinzip, das war jetzt die Demo The Chair von Slideline. Empfehle ich jedem, diese Demo zu zeigen, falls ihr die Rift bekommt oder euch bestellt habt. Runterladen und einfach mal euren Freunden zeigen. Also diese Demo ist wirklich der Hammer. Da kann man mal so sehen, wo der Weg so bei dieser 3D-Brille hingeht, beziehungsweise Virtual Reality-Brille, und was man in Zukunft alles damit machen kann. Ja, das war's auch schon. Kurze Demo, kurze Zusammenfassung. Ich bin dann raus. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.